In diesem Teil geht es um Lichtformer. Und zwar gibt es die ja wirklich wie Sand am Meer. Jetzt habe ich glücklicherweise einen ganzen Haufen und wir schauen uns mal ein paar an. Nicht alle, die ich habe. In späteren Folgen werden wir noch verschiedene Setups machen und dann nehmen wir vielleicht auch mal ein Striplight und so weiter. Also ich habe drei verschiedene Striplights, die stelle ich jetzt nicht alle vor. Aber mal so das Wesentliche. Wir haben jetzt hier die Heidi parat stehen. Das Gute an ihr ist ja, sie ist sehr geduldig, sie lässt alles mit sich machen. Und was wir hier haben, ist ein Durchlichtschirm. Das ist wahrscheinlich die billigste Version, um irgendwie gutes, weiches Licht zu machen. Und da werden wir, mit der werden wir jetzt mal ein paar elementare Grundlagen lernen. Nämlich, wo positioniere ich das Ganze? Eher weiter weg, eher weiter weg. Den Schirm eher weiter rein, weiter raus. Großer Durchlichtschirm, kleiner Durchlichtschirm. Wir bleiben mal beim Durchlichtschirm. Und dann im nächsten Folge steht hier schon alles parat. Nehmen wir die Aurora Firefly, dann nehmen wir den Reflektorschirm, dann nehmen wir die SMDV, dann machen wir mal wilde Sau und probieren mal ganz viele verschiedene Lichtformen aus. Okay? Aber erst ein paar Grundlagen. Weil jetzt habe ich mir mein Stativ gekauft, habe meinen Blitz darauf gesetzt, ich habe meinen Schirm hin reingesteckt und die Frage ist, wo stelle ich den hin? Oder? So, jetzt brauche ich mal einen Blitz. Eben hatte ich so viele. Also. So, ich habe jetzt hier einen 65-3. Ich nehme typischerweise eigentlich immer so einen Dreier. Auf manueller Modus und hier im Haus typischerweise so ein Viertel, ein Achtel, ein Halb. In der Größenordnung bewege ich mich normalerweise. Und auf 24 mm. Den stecke ich jetzt einfach hier rauf. Was habe ich gesagt? Ein Viertel. So, das auch gleich vorweg, den Schirm so weit weg wie möglich. Ja, so weit rausgeschoben wie möglich. Warum? Wenn ich das nicht mache, dann habe ich einen Hotspot. Weil dann hat das Licht, das braucht ja ein bisschen, um sich, wie bei einer Taschenlampe, es braucht ein bisschen, um sich auszubreiten. Ja? Und je mehr Platz es hat, sich auszubreiten, desto breiter ist es. Und wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich wieder hartes, dünnes Licht, obwohl ich einen Schirm drauf habe, weil ich es gar nicht richtig ausbreiten kann. Okay? Also den Arm weit ausschieben. Dann von der Höhe her, ungefähr so wie das jetzt ist, den unteren Rand ungefähr auf Kinnhöhe. Das ist ein bisschen Geschmacksfrage, das müsst ihr ausprobieren. Das Wichtige ist dabei auf die Augen achten. Wenn ihr Schatten in den Augen habt, dann ist der Schirm zu hoch. Ja, wenn er zu hoch kommt, dann gibt quasi bei Leuten wie mir mit einer richtigen Augenbraue, so Neandertaler Stirn, dann geben die mir selbst Schatten und dann habe ich dunkle Augen, das sieht doof aus. Wenn ihr Leute habt, die dolle Augenringe haben, es gibt ja manche Leute, die haben so irgendwie so dunkle Haut unter den Augen, immer irgendwie, auch wenn sie nicht, ja, also auch wenn sie ausgeschlafen sind, Schirm runter. Ja, ihr wollt die aufhellen. Wenn hier alles, die ganzen Konturen so ein bisschen verwaschen und das Ganze charakterlos aussieht, dann ist der Schirm zu niedrig. Braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl. Pauschal ungefähr der untere Rand auf Kinnhöhe, dann seid ihr schon mal nicht ganz schlecht. Eventuell ein bisschen höher, ein bisschen tiefer, je nach Gesichtsform. Ja. Aber da sieht man dann ganz schnell, da kriegt man ganz schnell ein Gefühl für. Und die Entfernung zeige ich euch. Ich nehme mal eine Kamera. Und zwar spielt eigentlich keine Rolle. Ne? Wo ist meine hin? Nehme jetzt hier mal die Canon 70D, habe ich jetzt hier. Ist da ein Chip drin, ja. Ist da drauf, kann ich das löschen? Kann ich löschen, gut. Also, ich habe jetzt hier die Canon 70D mit dem eben 603 Auslöser. Wir machen eine separate Folge mit Auslöser nochmal, verschiedene Kameras, verschiedene Auslöser und so, extra Teil. So, jetzt stelle ich hier ein, habe ich noch von vorhin, vom ersten Teil, ISO 100, 160stel, 7.1. Ich mache den Blitz aus, ich mache ein Bild von der Heidi. Und wie erwartet, ist das einfach schwarz. Okay? Vom Fenster ganz bisschen sehe ich die Haare, aber prinzipiell ist es quasi schwarz. Und jetzt schalte ich den Blitz an und mache dasselbe nochmal. So, und jetzt ist die Heidi belichtet. Jetzt haben wir mehrere Fragen. Zum einen ist das ein schönes Bild, sowieso meine Frage. Dann sicherlich ist das hell genug oder zu dunkel oder zu hell. Und dann haben wir den grauen Hintergrund. Ja? Die weiße Tapete ist jetzt grau. Warum? Das ist ganz wichtig, elementar. Das Licht von hier, wir machen eine extra Folge mit Abfall von Licht auf Entfernung und so weiter. Da reden wir mal über Blende, Entfernung und so weiter. Aber ganz kurz. Licht verliert auf Entfernung und zwar sehr schnell an Leistung, weil es sich ausbreitet, ne, irgendwie in alle Richtungen
Und dementsprechend ist die gleiche Menge Licht dann auf größere Fläche verteilt, ist weniger Licht da. Und die Entfernung zwischen Schirm und Heidi ist sehr viel kürzer als zwischen Schirm und Wand. Und deswegen ist die Wand, denk dran, eben war das Bild schwarz. Jetzt ist die Wand nicht mehr schwarz, sondern grau, weil Licht von dem Schirm dahin kommt, aber eben nur so viel. Okay? Dazu kommt, auch das gleich vorweg, der Blitz leuchtet natürlich auch an meine Schrägdecke. Die reflektiert von der Decke zurück und so. Das ist ein Nachteil an dieser Schrägdecke. Mit dem Schirm, mit dem Leuchtlichtschirm, kann ich Licht schlecht, ist so eine Granate. Es geht in alle Richtungen. Das kann gut sein, es kann aber auch schlecht sein. Und häufig macht es einem das Leben ein bisschen schwieriger, weil es schwieriger ist, das Licht zu kontrollieren. Ja? Die Durchlichtschirme sind super, weil sie billig sind, weil man sie extrem gut transportieren kann. Und das sehen wir gleich, weil man ganz nah ran kann. Aber man kann das Licht sehr schlecht konzentrieren. So, also, wie entscheide ich jetzt, ob das richtig belichtet ist? Ich kann ein Lichtmesser nehmen. Wir machen das mal. Ich arbeite grundsätzlich nicht mit Lichtmessern, weil ich ein Künstler bin und irgendwie selbst entscheiden möchte, was ich habe. Aber ich stelle den jetzt mal ein. Was haben wir jetzt gesagt? ISO 100, 160. Und den halte ich jetzt hier mal hin. Und er sagt mir Blende 5, 6. Jetzt habe ich Blende 7. Das heißt, ich bin zu dunkel. Ich muss das Licht heller machen. Okay? Wie könnte ich das ohne Lichtmesser entscheiden? Ich kann mir das Histogramm angucken. In dem Fall sieht das Histogramm aber nicht so schlecht aus. Also das Bild ist nicht völlig falsch. Es ist so ein bisschen eher dunkel. Ich würde es ein bisschen heller machen wollen vom Histogramm her. Aber die bessere Variante, und das ist so, wie ich das mache, ist Erfahrung haben. Sorry, das ist leider so. Ich gucke mir das Bild an und ich habe eine Erfahrung, was ich will. Eine andere Möglichkeit, die das Ganze ein bisschen sicherer macht, ist die Blinkies anschalten. Ja, Überbelichtung. Und dann so hell gehen, bis ihr überbelichtet seid und dann tickt wieder runter. Ja, das kann man natürlich auch machen. Es gibt verschiedene Vorgehensweisen. Ich habe inzwischen einfach das Bauchgefühl. Und eben, ich benutze Lichtmesser nicht, sondern ich gucke aufs Display. Das heißt aber, ihr müsst Erfahrung mit eurem Display haben. Das macht es mir sehr schwierig, weil ich viele Kameras habe und ständig neue Testgeräte habe und mich halt erst dran gewöhnen muss. Deswegen arbeite ich eigentlich auch immer mit meiner Canon 6D bei produktiven Sachen, weil ich einfach da das sichere Bauchgefühl habe. Okay? Also, wir haben es gesagt 5,6, wir wollen aber Blende 7 haben. Das heißt, ich muss den Blitz entweder heller machen oder ich muss näher rankommen. Wir lassen den mal stehen, wo er ist. Wir schieben den mal eine Blende hoch. Ja. Ihr seht, es ist alles ein bisschen wackelig mit dem Nano. Das ist der Nachteil. Ich halte es nochmal hin hier. Blende 8. Das ist gut für mich. Ich habe gesagt 7,1, er sagt Blende 8. Ich belichte eher einen Tick zu hell. Schauen wir schnell, wie das aussieht. Voilà. I like it. I really do. Okay, jetzt ist die Heidi mal irgendwie gleichmäßig und hell belichtet. Es ist aber ein langweiliges Bild, oder? Also nicht schlecht, aber es ist einfach relativ langweilig. Was passiert jetzt, mitdenken, was passiert jetzt, wenn ich den Blitz dichter ran schiebe? Wesentlich dichter ran, so dicht wie ich irgendwie kann, dass er nicht im Bild ist. Zum einen sieht es irgendwie doof aus. Auf jeden Fall ist er jetzt zu hell und ich würde ihn jetzt auch mal ein bisschen runter machen noch, so vielleicht. Und wieder runter machen. Und zwar stelle ich ihn wieder eine ganze Blende runter auf ein Viertel. Und wir sehen, ist ein Tick zu dicht. So. So nah, wie ich irgendwie kann, dass er nicht mehr im Bild ist. Warum? Das sehen wir gleich. Das Licht ist viel, viel weicher. Ja, es ist viel angenehmer. Und vor allem habe ich einen Helligkeitsverlauf. Aber das Wesentliche ist, es ist weicher. Das Licht ist weicher. Achtet mal auf den Schatten. Schatten in Ihrem rechten Auge, sorry, Ihrem linken Auge. Der ist viel, viel doller. Warum ist das so? Weil das Licht jetzt hier gerichtet draufkommt und der gar nicht mehr so richtig rumkommt, weil es so nah dran ist und schwächer ist. Ne? Denkt dran, es ist schwächer. Ich kann es also sehr viel gezielter setzen. Das Licht ist offensichtlich sehr viel weicher. Ja, und das ist in der Regel das, was ich will. Ich will ein weiches, schmeichelndes Licht. Und das ist vielleicht die wichtigste Lektion, die ihr überhaupt aus diesen Tutorials nehmen könnt. Ihr habt sicherlich schon mal gehört, wenn eure Fotos nicht gut genug sind, seid ihr nicht nah genug dran. Das ist ja so ein Spruch. Und das gilt für Blitzen genauso. Wenn euer Licht nicht schön genug ist, seid ihr nicht nah genug dran. So nah wie möglich rangehen.
so, dass der Lichtformer gerade ins Bild reicht und dann einen Tick wieder rausschieben. Er darf gerade so, er darf sogar reinreichen, wenn es nachher wegretuschiert. Ja, nah ist gut. Es sei denn, ihr wollt spezielle harte Lichteffekte haben. Das will man ja manchmal. Okay? Also die wichtigste Lektion von heute, den Lichtformer ganz nah ran. So, und jetzt, nächstes Video, jetzt spielen wir mal mit verschiedenen Lichtformern. Okay? Durchlichtschirm haben wir gesehen. Wir haben gesehen, wie wir ihn platzieren. Wir haben gesagt, das ist der billigste überhaupt. Wir sehen, es gibt ganz schönes weiches Licht. Also man kann damit ganz tolle Bilder machen. Also wirklich richtig schön. Also lasst euch nicht erzählen, Durchlichtschirm ist was für Anfänger oder sowas. Überhaupt nicht. Benutze ich sehr viel. Eigentlich alle meine, ich mache häufig Mitarbeiterfotos, da kriege ich auch Geld für. Und dann nehme ich Durchlichtschirme. Ja, ich will das Ding auch transportieren. Es gibt wunderbar weiches Licht. Machen Sie, wenn man weiß, wie, kann man sie gut beherrschen. Ich nehme sie auch draußen sehr gerne. Auch weil sie nicht so teuer sind. Und wenn sie umkippen, dann irgendwie irgendwann sind sie kaputt. Dann sind sie halt nicht so teuer. Also ich benutze sie wirklich viel und gerne. Und es gibt wunderbar weiches Licht, weil ich so nah ran kann. Und so ein Schirm, 109 cm Schirm zum Beispiel, der kostet irgendwie 30 Euro. Das ist eine riesige Lichtquelle und ich kann ganz nah dran. Also viel weicher geht das Licht nicht. Okay? Also, ich baue schnell um und dann gucken wir uns verschiedene Lichtformen an.